Betrachte die Großstadt als ein Ghetto. Die Großstadt ist eine Ansammlung von Sklaven. Wie sehr ihr euch auch bemüht, frei zu sein, werdet ihr niemals frei sein können. Das ist eine sehr ausgefeilte Sklavenhaltung, wenn der Mensch sich frei fühlt, im Grunde aber in der Klemme ist. Finanziell, durch die exekutive Gewalt, durch Bürokratie, weil man über jeden deinen Atemzug bestimmt. Man nimmt bei euch zumindest kein Geld für das Atmen. Noch nimmt man kein Geld. Es kann die Zeit kommen, wo man dafür auch Geld verlangt. Für alles muss man zahlen. Das Geld ist eine schreckliche Kraft. Die wurde uns von der außerirdischen Zivilisation aufgezwungen. Das Bankensystem. Es gibt nichts Schlimmeres. Ich habe heute ein paar Banken besucht. Ich weiß, was das ist. Wenn man dann mit so einem aufgesetzten Lächeln erzählt, wie man es sich in einer Großstadt einrichten kann und wohnen kann, wir haben dort jeden möglichen Schutz und so weiter. Klar kann man lügen, ich kann auch lügen, 7 Körbe voll. Das ist doch alles Lüge. Ich möchte über dieses Thema nicht sprechen. Ihr werdet nicht überleben in der Großstadt. Ihr seid zum Scheitern verurteilt. Ihr stirbt langsam. Das ist der Tod. Das ist der langsame Tod. Ob ihr das wollt oder nicht, das ist eure Sache. Ich sage es euch direkt. Keinem von euch kommt in den Sinn, dass euer Leben niemand braucht. Man braucht euch, solange ihr arbeitet. Solange man euch aussaugen kann, werdet ihr gebraucht. Sobald ihr in die Rente geht, sollt ihr in die Kiste spielen. Dazu wird alles herangeführt, speziell in der Stadt. Die Stadt ist so geschaffen. Die Nahrung ist unbrauchbar. Das Wasser ist unbrauchbar. Überall Asphalt, kein Grün. Die Luft ist schlecht. Informationstechnologien. Man darf auch keine Toilette in der Wohnung haben. Eine beheizte Toilette ist tödlich für die Gesundheit. Weil ihr eine beheizte Toilette im Haus habt, entstehen Tausende von Krankheiten. Das Immunsystem wird abgeschwächt. Das ist ein mächtiger informationeller Schlag auf unsere Aura, auf unsere Energetik. In der Toilette ist Wasser. Wasser, welches Informationen aufnimmt von zerstörerischen Feldern. Die Abfallprodukte werden ausgeschieden. Das Wasser speichert es. Das Wasser spült es ja offenbar weg. Das Energiefeld bleibt aber ein starkes Kraftfeld. Ein einfaches Experiment. Man hat Kaulquappen genommen von einem Frosch. Auf die einen hat man im Labor eingewirkt. Die anderen hat man auf ein U-Boot gebracht, auf das Polarmeer. Auf die hatte man nicht gewirkt. Die waren im U-Boot. Es hat sich herausgestellt, sind diese Kaulquappen, auf die man eingewirkt hat, chemisch mit Säuren und so weiter. Über das Informationsfeld teilen sie ihren Zustand mit denen auf dem U-Boot, unter Wasser. Sie sterben dort ebenfalls, genauso wie im Labor. Versteht ihr, wie diese Felder arbeiten? Trinken darf man das Wasser auf keinen Fall. Man darf sich damit nicht mal waschen. Das Wasser direkt aus der Ochter hier ist viel besser, reiner als das Wasser in der Stadt. Was soll ich noch sagen? Lügen will ich nicht, meine Herren. Als der große Pavlov davon gesprochen hat, zum Bukharin, wenn ein Mensch mit 150 Jahren stirbt, ist er umgebracht worden. Das ist Mord. Das heißt, eine 100%ige Mordrate bei uns allen, bei Stadtbewohnern. Das Dorf stirbt auch, weil sie trinken. Trinken darf man ja auch nicht, rauchen auch nicht. 3 Zigaretten töten einen Hasen, 10 Zigaretten ein Pferd. Wie viel rauchen wir? Was haben wir für ein Potenzial an Gesundheit, um eine Schachtel am Tag zu rauchen? Und? Denkt selber drüber nach. Was soll ich noch sagen? Ich kann mich nur so ausdrücken. Was anderes kann ich nicht sagen. Wenn ihr wollt, zeigt das den Menschen. Wenn nicht, dann nicht. Das ist ein Ghetto. Das ist hier der Tod. Dafür ist die Stadt auch geschaffen, um zu töten, um die Lebensprozesse von Millionen zu kontrollieren. Deshalb ist alles draufgesetzt, damit sich die Menschen in den Städten versammeln. Und keinem kommt in den Kopf, dass die Herren der Welt gar nicht in der Stadt leben. Sie haben Schlösser in den Alpen, auf den Kordilleren. Sie leben auf sauberen Inseln. Sie leben in Neuseeland. Sie leben weit weg von der Stadt. Sie kommen mit dem Flugzeug hin, mit ihren Hubschraubern. Wer das genau ist, weiß man kaum. Muss man auch nicht wissen. Sie leben in der Natur. Sie leben gut. Sie leben auch lange. Und uns Idioten erzählt man und sagt man, die Stadt, das ist es. Moskau ist angesagt, St. Petersburg noch besser. Und bei uns in Sibirien,
Oh, aus Ensk, aus Novosibirsk. Ein Toter aus Novosibirsk, ein Toter aus Moskau, ein Halbtoter aus St. Petersburg. Überall nur Halbtote. Was soll ich dazu sagen? Sucht mal aus Neugier in diesen Städten gesunde Menschen. Kinder kommen einer von 100, mehr oder weniger gesund. Es gibt keine Kinder mehr. Was wollt ihr noch? Man darf nicht dort wohnen. Darf man nicht, auf keinen Fall. Wenn man Bäume betrachtet, diese gehen noch, die aber entlang der Straße stehen. Es tut einem der Baum leid, der Baum kann nicht weglaufen. Er würde, wenn er könnte, wegfliegen. Er ist dazu verdammt, langsam zu sterben. Kiefern, versucht mal eine Kiefer in der Stadt zu pflanzen. Sie stirbt sofort, trocknet aus. Es halten nur die Robusten aus. Die sterben langsam, die Kiefer stirbt schnell und diese sterben langsam. Die Autobahn Novosibirsk-Tomsk, die ganzen Kiefern ausgestorben. 100 Meter links und rechts der Straße, tote Kiefern. Damit habe ich geheizt zu Hause in meinem Haus. Ich habe immer dort Brennholz geholt, richtete mir einen Stapel auf und heizte den ganzen Winter. Die Jungs wissen das, haben es gesehen, alles tot, weiter nach 200 Metern ist alles lebendig. So ist es. Und ihr wollt in der Stadt überleben? Ihr könnt lange warten. Haltet die Hosen steif. Jeder von euch. Ich schaue euch so an. Jeder von euch ist krank. Ihr wisst es aber noch nicht. 100% Sterberate vom Krebs. 100%. Wenn ihr nicht von Leberzirrhose stirbt, wenn ihr keinen Schlaganfall bekommt, wenn ihr nicht wegen anderen Krankheiten stirbt, Herz oder sonstiges, dann stirbt ihr vom Krebs. Euer Glück, wenn ihr wegen anderen Krankheiten stirbt, Nierenversagen, Leber, Diabetes oder sonst was. Wer von diesen Krankheiten verschont bleibt, dann ist es eine 100%ige Chance, vom Krebs zu sterben. 100%. Versteht ihr das? Was wollt ihr denn? Worauf wird gesetzt? Auf das Ego. Alle sterben und ich bleibe leben. So denkt jeder. Nein, meine Liebsten, alle werden sterben. Bis auf den Letzten. Jedoch zu unterschiedlicher Zeit. Einer mit 60, aber was ist das für ein Alter, 60? 60 ist der Anfang des Lebens. Erst mit 70 Jahren versteht der Mensch, was das Leben eigentlich ist, Weisheit. Wenn mit 33 Jahren die Reife eintritt bei Männern, ihr Gehirn wächst bis 40 Jahren. Mit 33 Jahren endet das Wachstum des Volumens des Gehirns. Danach wird die Großhirnrinde verstärkt. Die graue Substanz wird verstärkt, Schicht für Schicht, bis 40 Jahre. Der Mann wird bis 40 Jahre klüger. Mit 45 versteht er, was er vom Leben möchte. Mit 45 Jahren. Deshalb heiratet lieber nicht vor 40 Jahren, weil ihr diese Familien selber zerstören werdet. Das ist eine seltene Familie, die, wenn dort beide halb krank sind, sie leben zusammen. Sie halten zusammen, halb impotent. Sie ist genauso. Sie leben zusammen. Wenn es ein gesunder Mensch ist, ein gesunder Mann ist, das ist alles dann. Er wird einfach nicht so leben können. Mit 70 Jahren kommt die Weisheit. Die Weisheit mit 70 Jahren. Der Mann muss voller Kraft sein und die Frau voller Kraft. Das ist die nächste Stufe mit 70. Bei uns schafft man es nicht mal bis zur Weisheit. Alle fliegen in die Kiste. Nehmt euch ein Beispiel an mir. Ich habe junge Ehefrauen. Und beschweren sie sich? Fragt sie doch selber. Denen geht's gut. Wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt zwei Frauen. Ich möchte keine mehr in meine Familie aufnehmen. Nicht, weil ich nicht genug gesund bin. Ich habe nur keine Zeit dafür. Man muss sie erziehen. Man muss mit denen arbeiten. Man muss Zeit in die Frauen investieren, nur weil sie da sind. Vor allem am Anfang, bis sie wissen, wie es läuft. Physisch aber, wenn ich sogar 12 Frauen hätte, ich habe kein Problem damit. Ich habe genug Gesundheit und Energie. Und ich werde bald 70, meine Herren. Ich verstehe, das hört sich für euch langweilig und traurig an, das, was ich erzähle. Ich möchte aber nicht lügen. Ich möchte nicht lügen. Достояние планеты. Нам есть чем гордиться.